Hi, schön, dass du da bist zu einem weiteren Video. Und zwar ist es ein First Look eines Diamond Paintings, das vorletzte Woche erschienen ist. Bei Diamond Art Lab sollte mal eine Sneak Peek werden. Hat aber ein bisschen länger gedauert mit dem Versand. Da gab es ein Problem im Lager. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir schauen jetzt mal rein. Ist vorletzte Woche erschienen und ich meine, war auch fast direkt ausverkauft. Wenn es im Moment noch ausverkauft ist und du es haben möchtest, dann lass dich einfach auf der Seite benachrichtigen, indem du deine E-Mail-Adresse unten reinschreibst unter den Artikel. Verlinke ich dir unten. Und zwar ist es nämlich Chroma von Margaret Morales. Eckige Steinchen, 46,8 mal 70,7. Und wir schauen direkt rein. Wie immer bekommen wir unsere Leinwand, Steinchen, Toolkit und den Aufkleber. Wenn es das erste Mal ist, dass du bei Diamond Art Lab bestellst, dann kannst du gern meinen Rabattcode nehmen. Da habe ich nämlich jetzt mittlerweile 20% tatsächlich. Wuhu! Also 20% Rabatt auf deine allererste Bestellung bei Diamond Art Lab. Nutzt die ruhig mit Chaos 20. Wenn du den nicht nehmen willst, nimm irgendeinen anderen. Ne? Und wenn das nicht deine allererste Bestellung ist, dann weißt du ja Bescheid. Es gibt überall Rabattcodes. Niemals den vollen Preis von Diamond Art Lab bezahlen. Das wollen die irgendwie nicht. Wir haben hier das Toolkit, da schauen wir ganz schnell rein. Da haben wir natürlich wie immer unseren Stift, unser Schiffchen, Washi-Tape und Tütchen drin. Ne? Also unseren Stift mit unseren Mehrfachsetzern, 4er, 7er, Squishy, Washi-Tape, unser Wachs, unser Schiffchen mit dem Stopper, Tüte mit Zipp-Tütchen, weil es ein eckiges Kit ist, natürlich unsere mega scharfe Pinzette und eine süße Tulpe, die kenne ich noch nicht. Das ist unser Coverminder, um die Folie zur Seite zu halten. Die ist ja wirklich schnuckig. Die kannte ich noch nicht. Und passt lustigerweise auch farblich zum Kit. Die sind random. Also da kriegt jeder einen anderen Stift und einen anderen Coverminder und ein anderes Washi. Das ist Zufall. Hier haben wir unseren kleinen Sticker. Mache ich mir auf die Box drauf. Ne, vorne auf die kurze Seite, damit ich, ja, damit ich sehe von vorne, was drin ist. Kann man aber mitmachen, was man will. Manche machen es in ihr Logbuch. Und jetzt gucken wir hier rein. Darauf kommt es nämlich an. Ich bin super gespannt auf die Farben. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen mal zusammen. Es ist sehr schmal, der 46,8. Also schon, ja, Panel Size. Ich mag das ja, ne, weil man dann relativ schnell das Gefühl, man hat das Gefühl voranzukommen. Nicht so breit, sondern nur länglich sind. Ja, so ein bisschen panelartig, ne? Ein kleines Panel. Wow. Die Farben! Die Farben. So, wir drehen hier oben mal ein bisschen in die andere Richtung. Das tut der Leinwand gar nichts, ist nämlich gegossener Kleber und sehr gute Qualität, aber so legt es sich ein bisschen schneller für uns flach. Oh, wie toll. Wir haben unsere Farben. Guck ich es mal. Wow! Unser Anleitungssheet, ne? Da sind nochmal Tipps und Tricks, 10% Gutschein und der QR-Code zur VIP-Gruppe. VIP-Gruppe kannst du erst beitreten, der Diamond Art Lab VIP-Gruppe, wenn du bestellt hast das erste Mal. Und wenn du da Probleme hast, dann liegt es vielleicht daran, dass deine E-Mail, die du bei der Bestellung benutzt, also bei deinem Diamond Art Lab Konto auf der Diamond Art Lab Seite, eine andere ist als bei Facebook. Wenn das der Fall ist, musst du den Support von Diamond Art Lab anschreiben. Die helfen dir dann, in die Gruppe zu kommen. Aber eben diese E-Mail ist das, woran Diamond Art Lab verifiziert, ob du Kunde bist. Ne? Weil in diese Gruppe dürfen eben nur Diamond Art Lab Kunden rein. Lohnt sich aber, gibt Abstimmungen, gibt tolle Rabatte, ja. Infos. Die Gruppe ist wirklich toll. 70 Farben haben wir, darum haben wir auch zwei Sticker-Sheets. Passen nämlich auf eins nicht drauf, als auf eins passen nur 67. Toll! Können wir noch im Portman painten, oder? Ja, ne? Chroma, Margaret Morales, eckiges Steinchen. Und wir haben kein AB. Guck dir das an. Kein einziger AB. Da unter 150 hier oben würde normalerweise der AB stehen, aber nö, kein AB. Dafür, oh, fangen wir hier schon mit den Sondersteinchen an. Also, hier unten haben wir einmal K, einmal L, einmal Z. 2x Z, 3x Z, 4x Z. Das heißt, 4 Fairy Dust Diamonds in coolen Farben. Oh, da bin ich gleich gespannt. Coole Farben. Das L ist ein Iridescent Diamond, also ein Kristall. Und das L 5200 müsste der Weiß, also der komplett durchsichtige sein.
Und dann haben wir K444 und das ist ein Elektro-Diamond. Und ich denke, glaube, die 444 ist der goldene. Und dann habe ich auch schon eine Idee, wo er hinkommen könnte. Mega, das heißt, wir haben im Grunde genommen, ja, wir haben nicht alle, sondern wir haben kein Ebi. Das schockt mich gerade. Kein Ebi, ein Elektro, ein Iridescent und vier Fairy Dust. Da bin ich sehr gespannt. Und insgesamt 70 Farben und wunderschöne Farben. Wunderschöne Farben. So, hier haben wir das Bild nochmal. Wir haben, ne, unsere Legende wie immer. Und boah, toll. Ich blende das Bild auch nochmal hier im Kompletten ein. Und dann schauen wir nochmal hier. Haben wir nämlich nochmal alle Informationen und eben auch ja, die Lizenzierung von Margaret Morales. Bilder bei Diamond Art Lab sind alle lizenziert. Sehr wichtig. Die Künstler bekommen Geld dafür und das ist super, super wichtig, damit wir überhaupt solche Kunst pendeln können. Und hier haben wir nochmal alle Informationen, Social Media und noch ne, Rabattcode 10% und die lebenslange Garantie, wenn es Probleme gibt. In welcher Art auch immer, meldet euch bei Diamond Art Lab beim Support. Die Bilder sind teuer genug. Und ihr zahlt das Geld dafür, ihr sollt Spaß daran haben. Nicht leiden, wenn es mal ein Problem gibt. Meldet euch bei denen und die helfen. Ja, auch wenn Steinchen runterfallen, auch wenn ihr schuld seid. Es ist egal. Melden. Dafür habt ihr die Garantie und auch die Ups-Garantie. Also wenn euch was runterfällt zum Beispiel. Wir haben aber auch jetzt diese neue Folie hier drauf. Ne? Die ist vorperforiert. Das heißt, wir haben hier 10x10 große Abschnitte schon, die man sich raustrennen kann und dann da arbeiten kann. Muss man aber nicht. Du siehst, wie ich es hier gerade mache, kann ich es auch ganz abziehen. Und die kann man so einreißen. Und vor allen Dingen, was ich super finde, bei der Folie übrigens, ist, dass man sie in beide Richtungen jetzt aufs Bild kleben kann und keine Angst mehr haben muss, dass man es nicht wieder abkriegt. Was bei anderer Folie schon so ist. Leute, das ist ja, ey, guckt euch mal, meine Güte, das Gesicht ist großartig. Margaret Morales ist ja ein bisschen feiner vom Ganzen, aber Diamond Art Lab macht wirklich einen großartigen Job, diese Bilder zu rendern. Ich habe ja selber noch keins fertig gemacht. Das ist jetzt mein zweites, was ich hier habe von ihr. Ne, insgesamt habe ich drei von ihr hier. Ja, genau, drei. Und ich habe noch keins gemacht von Diamond Art Lab. Weil vorher bei der DIY Moon Shop lizenziert, den Job gibt es ja nicht mehr. Und ja, mittlerweile kann Diamond Art Lab eben auch sowas so toll ändern. Und was ich gesehen habe, ich glaube, Diamonds in Boschi hat zum Beispiel schon einen Margaret Morales fertig von Diamond Art Lab. Und das ist großartig. Großartig, ne? Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich auch auf dieses Bild. Das ist super. Wir haben Color Blocking technisch, ja. Also viel von einer Farbe an einem Fleck, zum Beispiel hier im Gesicht, ne? Oder hier und hier. Und dann haben wir aber auch im Allgemeinen schon, das heißt Konfetti, wo man oft die Farbe im Schiffchen wechseln muss. Hier so, ne? Wir sind hier in Farbfamilien unterwegs, darum ist es so ein bisschen, ne? Wir haben schon ja eher so Kleckse von Farbe, wo du dann mal am Stück ein bisschen an einer Farbe arbeiten kannst und dann aber zur nächsten, also sehr abwechslungsreich, aber jetzt nicht Konfetti heftig, dass man wirklich in einem kleinen Feld 15 Farben hat oder 10 oder keine Ahnung, das nicht. Also ich denke, dass Menschen, die wie ich, die bedingt konfettifähig sind, super Spaß daran haben werden und trotzdem ein sehr feines Ergebnis von Mandarin kriegen. Toll. Mega, mega, mega. Es gefällt mir gut. Ihr guckt euch das Bild nochmal im Ganzen an. Ich fummel hier die Steinchen raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Gucken uns die 70 Farben zusammen an und dann gucken wir uns an, wo diese Spezialsteinchen hinkommen. Ich bin super gehypt, sehr gespannt.
Guck dir das an. Wow, ich bin gehypt. Ich bin jetzt aber gespannt, wo die Sondersteinchen hinkommen. Hier haben wir die Sondersteinchen. Unsere vier Fairy Dusts. Tolle Farbkombi. Ne? Ich mag es. Die drei zusammen sind toll. Na, das passt schon. Dann haben wir unseren Electric Diamond, den goldenen, und unseren Iridescent Diamond, den Glas. Durchsichtige. Wo kommen die hin? Ich bin gespannt. Wir schauen mal als erstes nach den Fairy Dusts. Und dann nehmen wir mal diesen orange-braun-beigen. Und das ist das kleine N. Und dieses kleine N haben wir hier im in der Krone überall. Da. Dann hier im Ohrschmuck ein bisschen, hier an der Seite ein bisschen, hier am Ring, hier an dem Blumenring, sie hat ja so Rosenringe hier, mit Ketten, hier und hier oben. Da ist ein ganz großes Badge von drin. Das war's mit dem Fairy Dust in orange-braun. Dann haben wir unseren hellblauen Fairy Dust hier. Das ist das große A. Und das haben wir... wo haben wir es denn? Na da, wo bist du denn? Blau-lila? Na, hier oben sind wir. Also, das große A hier zu dem hellblauen Fairy Dust. Hellblau-lila ist es. Haben wir hier im Hintergrund nämlich. Und hier oben. Da haben wir ihn hier. Hier noch. Das war's, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Dann haben wir unseren grünen. Das ist so ein U-Turn-Pfeil. Den haben wir hier. Hier, also da großen Flecken. Da ein bisschen. Hier ein bisschen. Hier. Da so ein Rand hier. Hier oben. Und hier oben auch einen großen Fleck. Da haben wir dieses tolle Grün, dieses tolle Minzgrün. Und dann haben wir noch dieses Korall. Und das ist ein Zelt. Und dieses Zelt, here we go. Erinnert ihr euch an die 666, das roteste Rot, was es gibt, was ich gesagt habe, wo ich nicht weiß, wo es hin soll. So, und das haben wir nämlich hier so als Umrandung. Und da drin ist dieser korallene Fairy Dust Diamond. Hier auch noch ein bisschen von dem. Hier ein bisschen und hier immer in der Nähe auch von diesem Knallrot. Hier, hier und hier, ne? Neben dem Knallroten. Ja, hier unten haben wir auch noch ein bisschen. Und hier oben geht es weiter, ne? Immer in der Nähe von diesem Knallroten. Da haben wir eben auch diesen Fairy Dust Diamond. Da oben nicht so. Und auch hier in der Krone. Und auch da haben wir wieder die knallroten als Umrandung. Und innen drin ist dann der Fairy Dust Diamond. Dieser knallrote ist übrigens hier auch an den Augen. Und hier oben über den Augen und in den Augenbrauen ist auch wieder hier die korallfarbene Fairy Dust Farbe Steinchen vertreten. So, unsere Iridescent Diamonds. Die glasdurchsichtigen. Und das ist der Strich. Weiß mit einem ganz einfachen Minusenstrich. Und den finden wir hier. Hier seht ihr so weiße Flecken. Hier. So. Hier und hier. Da haben wir das. Ich sage mal, wie so Magie. Das nicht. Das ist normales Weiß. Und in ihrem Gesicht ist auch nichts. Das wäre auch irgendwie merkwürdig. Hier, dann haben wir hier größere Flächen, hier so Striche. So weiße Striche, das sind diese Punkte hier und diese Striche hier, diese Pflanzen, die hier hochgehen. Schwer zu erklären, das ist ja sehr abstrakt hier. Hier, ne? Und dann eben hier unten sind ja auch nochmal von diesen weißen Punkten, Flocken, Blütenstaub. Das ist auch dieser Iridescent Diamond. Das war so zu erwarten. Und dann haben wir noch unseren goldenen Electric Diamond.
Das Symbol ist ein Pfeil nach oben. Und gucken mal im Schmuck. In den Ring ist es nicht. Doch, hier. An der Seite von dem Ring, da geht da so eine Kette rum, weg von dem Ring. Da haben wir 4 Stück von dem hier. Und hier die Kette an dem Ring, die hier so weggeht. Das ist auch das. Und dann haben wir hier, warum auch immer, hier nochmal welche. Das ist eigenartig. Hier, also da ist anscheinend auch nochmal irgendwie der Schmuck. Ich gucke gerade, aber hier sehe ich das nämlich nicht. Doch, da. Hier geht die Kette weg vom Ring. Und da kommt sie wieder hoch, hier. Das sieht man ganz, 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 ganz schwach nur hier. Okay, wuhu, Hut ab. Also hier. Und hier hatten wir schon gesagt. Dann würde ich aber noch mal vermuten, dass oben, ja, hier Ohrschmuck ist auch noch mal ein bisschen was. Dann hier scheint dann auch noch mal so eine Kette wegzugehen. Hier, da haben wir auch noch mal ein bisschen. Und dann hier in der Krone. Hier und hier drüben. Da hatte ich es auch erwartet. Cool. Sehr, 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 sehr cool. Leute, dieses Bild ist der absolute Oberburner. Ich meine, diese Sondersteinchen, die Farben sind toll. Ne? Richtig gut. Die Farben allgemein von diesem Bild sind der absolute Oberburner. Der Regenbogenverlauf hier. Das Rendering sieht fantastisch aus. Und die Größe ist toll. Wie gesagt, ich mag dieses Schmale. Und ich mag es, dass wir hier tatsächlich machbares Konfetti in die 70 Farben ohne richtiges. Also, ich bin sehr gespannt. Ich erwarte tolle Ergebnisse von diesem Bild. Und bin so ein bisschen geflasht. Bisschen geflasht. Ich war mir nicht sicher, was ich von diesem Bild halte, als ich wusste, dass ich es bekomme und dachte so, okay, Margaret Morris ist eigentlich, aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber jetzt, wo ich die Farben gesehen habe, wo ich die Steinchen gesehen habe und die, mega, ich bin echt gehypt. Ich bin, richtig gut, richtig gut. Es könnte ein Schlechtwetter-Kit werden. Oder eigentlich mache es sofort Kit. Wir werden das sehen. Ich bin, ja. So, dieses Kit Roma, ne? Margaret Morales, die Künstlerin, Diamond Art Lab erschienen vorletzte Woche. Eckige Steinchen, 46,8 x 70,7 mit 70 verschiedenen Farben. 4 Fairy Dust, einem Iridescent, also Kristall, und einem Electric Diamond, also ja, metallisch. Ohne ABs. Ohne 310, mit super viel Pastell und Regenbogenverlauf. Wenn es gerade ausverkauft ist immer noch, dann trag dich mit der E-Mail-Adresse unter dem Bild ein. Und wenn es gerestockt wird, dann wirst du eine E-Mail bekommen, dass es gerestockt wurde. Die sind super schnell weg, die Margaret Morales. Und das hier war wirklich ganz schnell weg. Schade, dass ich es euch nicht als Sneak zeigen konnte, aber jetzt so als First Look ist es doch auch nett. Ich hoffe, das renkt sich schnell wieder ein mit dem Versand. Sonst haben wir hier wieder ganz viel First Looks. Diese Woche sind es ganze 3 First Looks. Also halt die Augen auf, da ist noch was, wenn du noch die anderen sehen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Lass mir gerne einen Kommentar da. Schreib mir, wie du das Bild findest. Konntest du es ergattern? Ist es auf deiner Wunschliste? Oder was hast du denn in der Woche noch so geshoppt? Wie findest du die Farben? Ich finde es, wow, weiß ich nicht. Sag mir mal deine Meinung in den Kommentaren. Wenn du mir zeigen willst, dass du hier warst und dass du das Video geguckt hast und gern was in den Kommentaren hinterlassen möchtest, aber keinen Bock hast, was zu schreiben, dann hinterlass mir doch ein Kronen-Emoji oder Königs-Emoji. Ich weiß nicht, gibt es eine Krone? Wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung. Also, ein Kronen-Emoji oder Königin in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wenn du es noch nicht gemacht hast und mehr Diamond Painting Content und sonstigen chaotischen Content sehen möchtest von mir, dann freue ich mich, wenn du abonnierst und hier zu unserem Chaos-Trupp dazukommst. Wir haben viel Spaß und darum sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf und bleibst immer schön entspannt. Aufregen lohnt sich nämlich nicht. Bis dann, see ya!